Hallo und willkommen zurück zu BF Gaming Sonntag mit einem weiteren Video hier bei BF Gaming. Ja, es ist jetzt etwas länger her. Warum, werde ich in diesem Infovideo oder in diesem Video auch erklären. Aber ihr seht schon im Titel, wir werden uns den Luke Skywalker Skin freischalten. Und zwar, ihr seht hier 150 Gegner in Koop eliminieren. Das sollte nicht allzu schwer werden und dafür kriegen wir natürlich diesen wunderschönen, wie man es nimmt, Skin, den Farmer Skin. Und ich würde sagen, ich suche direkt eine Runde. Es ist, ihr seht es unten rechts, 0:57 Uhr, das Event kam gerade raus. Wir suchen natürlich direkt eine Lobby in Koop und ich melde mich gleich, sobald ich eine Runde gefunden habe. In dem Sinne, bis gleich nach einem kleinen kurzen Cut. Ja, und dann sind wir hier direkt zurück nach einem kleinen kurzen Cut. Wir spielen auf Felucia tatsächlich. Und natürlich mit der 327. Und zwar, genau, schalten wir uns jetzt den Luke Skywalker Skin frei. Ich werde dazu Anakin wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich nehmen. Und ja, ganz kurze Information zur BFL. Und zwar, seht ihr ja schon, habt ihr gemerkt, dass es anderthalb Wochen jetzt kein Video kam. Und zwar ist es so, dass einfach nicht immer jeder Gegner da ist. Und dementsprechend werde ich euch jetzt die Info geben, dass wir die Matches nicht Spieltag nach Spieltag aufnehmen, sondern wenn ich jetzt noch nie gegen den CND in der Liga gespielt habe, warum habe ich das geschützt platziert, dann werde ich trotzdem das Match aufnehmen gegen den CND, egal ob es jetzt normalerweise der erste Spieltag, Alter, ey, der erste Spieltag wäre oder der zweite oder der fünfte oder der 19. 19. gibt es gar nicht, ja moin. Aber egal, das heißt, wir werden es nicht chronologisch aufnehmen, aber wir werden es aufnehmen. Und Informationen gibt es dann trotzdem jedes Wochenende an einem Sonntag. Da wird dann jedes Wochenende ein Video online kommen, wie denn zurzeit die Tabelle und die Ergebnisse sind. Ansonsten kommen die Einzelvideos ganz normal. Und zwar möchte ich euch da jetzt auch fragen, möchtet ihr die Einzelvideos trotzdem alle am Sonntag haben, auch wenn es nicht chronologisch nach Spieltag ist? Oder soll ich es einfach so machen, dass wenn ein Match abgedreht ist, ich das direkt hochlade? Das könnt ihr in die Kommentare schreiben, wie ihr das lieber haben wollt. Also ich würde es ganz gern so machen, wenn ich ein Match habe, dann lade ich es auch direkt hoch. Das ist dann egal, ob es jetzt normal am Wochenende hochgeladen werden sollte oder nicht. Ich würde es dann einfach direkt ganz gern hochladen. Und ja, das wird dann, wie gesagt, nicht chronologisch sein. Ich werde dann trotzdem darauf aufpassen, dass ich nicht zum Beispiel alle Matches von einem Typen direkt abdrehe und der dann nur noch wartet, bis die anderen abgedreht sind. Also wenn ich jetzt gerade immer Zeit habe, dann könnte ich ja theoretisch alle meine Matches aufnehmen. Hallo, darf ich immer vordrücken? Hallo? Hallo? Dankeschön. Dann ist das natürlich so, dass ich trotzdem warte. Also nicht, dass der eine dann schon praktisch fertig ist mit seinen Duellen. Nee, so soll es dann natürlich nicht sein. Ja, so ist jetzt der Stand der Dinge. Also seid auf jeden Fall gespannt. Und ebenfalls zum BFG-Pokal nochmal eine kleine Information. Und zwar, ich zurzeit glaube ich so um die 8 Leute zusammen. Ich werde jetzt demnächst ja noch ein paar Leute fragen auf Instagram selber. Falls ihr jetzt aber noch Bock darauf hättet, da mitzumachen, dann könnt ihr euch das Infovideo angucken, wenn ich dran denke. Verlinke ich es oben rechts in der Infokarte, wenn nicht, dann nicht. Findet ihr aber ganz schnell, müsste das letzte Video gewesen sein. Und falls ihr da mitmachen wollt beim BFG-Pokal, dann meldet euch einfach an, schreibt mir eine Nachricht auf Xbox oder bei Instagram oder hier bei YouTube in die Kommentare mit eurem Gamertag und dann seid ihr dabei. So einfach ist das. Ich möchte nämlich möglichst 16 Spieler zusammenkriegen. Wie gesagt, wir sind gerade die Hälfte. Genau, so viel zum zum organisatorischen Teil. Ich würde sagen, wir konzentrieren uns jetzt darauf, dass wir die 150 Bots besiegen. Ob wir das jetzt in der Runde hier hinkriegen, naja, sei jetzt mal so dahingestellt, aber ich bemühe mich natürlich auch. Ja, und genau an der Stelle hat sich mein Aufnahmeprogramm von der Audio gedacht, yo, ich schmier jetzt mal ab. Dementsprechend wird das jetzt ein bisschen nachkommentiert. Und in Zeitraffer gezeigt. Und zwar wollte ich jetzt eigentlich nichts Großartiges mehr sagen. Gut, ich habe die ganze Runde mit so einer wunderschönen Motivation gesprochen. Das ärgert mich jetzt ein bisschen. Aber naja, im Großen und Ganzen habt ihr nichts verpasst. Ich habe nur die ganze Zeit ein bisschen gelabert und gelabert und gelabert, wie schön noch alles ist. Und ein paar Playlists vorgeschlagen. Ja, genau. Und jedenfalls werdet ihr jetzt am Ende des Videos sehen, wie gesagt, ich werde das im Zeitraffer machen, werdet ihr am Ende des Videos sehen, dass die Challenge mittlerweile verbuggt ist und dass ich den Luke Skywalker Skin noch nicht freischalten konnte. Genau. Mehr wollte ich mit dem Video eigentlich machen. Ist schade, dass die Runde jetzt in dem Sinne weg ist vom Commentary her. Aber ich denke, ihr könnt es dann auch so ertragen. Also, ich überlege gerade, wo ich gerade dieses Video...
das im Nachhinein aufnehme. Ich denke, ich werde doch keinen Zeitraffer reinmachen. Ihr werdet einfach das Gameplay noch sehen, falls ihr möchtet. Wie gesagt, ist einfach eine Runde Koop. Ist jetzt leider, wie gesagt, der Ton weggegangen. Da kann ich absolut nichts für. Nach 5 Minuten, 9 oder 10 ist das Ding einfach abgeschmiert. Keine Ahnung warum. Genau, und ansonsten werdet ihr am Ende nochmal sehen, wie ich nochmal ins Menü gegangen bin, geguckt habe, ob ich ihn freigeschaltet habe oder nicht. Dann bin ich nochmal eine Runde gegangen, hab's nochmal getestet, so ganz kurz, bin dann direkt rausgegangen, nachdem ich einen Kill hatte und dann habt ihr, ja. Genau, aber ansonsten werdet ihr dann ein Video sehen, sobald es wirklich geklappt hat mit dem Skin. Ansonsten bedanke ich mich trotzdem jetzt schon mal fürs Zusehen, ansonsten mögt ihr mich sein. Haut rein und ciao, Leute, ich muss mich ein bisschen beeilen, wir haben 1.30 Uhr, gute Nacht. Skywalker on site and ready to assist. We show General Kenobi how it's done. We're running out of time, boys.
I put all that Jedi training to good use. Anyone else feeling reckless? Understand who you're dealing with. You should have brought more friends. Get ready for the last attack, brothers. Let's send all those droids to the scrap heap. My forces will make short work of you. Gonna kill me. Please look right up. Volusia's safe, and the trade route can be reopened. Well fought, brothers.